Ja, liebe Rennsportfreunde, eine weitere Folge 1000 Grand Prix, die besten 100 Geschichten aus der Historie der Formel 1. Heute mit Dr. Helmut Marko. Er ist ja nicht nur der Red Bull Motorsport-Chef. Er ist selber Formel 1 gefahren in den wilden 70er Jahren, ganz am Anfang, wo es, glaube ich, mit am gefährlichsten war. Helmut, Red Bull ist bekannt dafür, dass sie junge Fahrer ausbilden. Wie organisiert war eigentlich deine Karriere vor dem Formel 1-Einstieg? Also im Vergleich zu heute war das überhaupt nicht organisiert. Das hat sich einfach ergeben. Man hat jedes Auto, das man gekriegt hat, ist man gefahren. Und dann sind halt Erfolge im Sportwagen, im Formelauto, aber hauptsächlich im Prototypen gekommen. Und dann ist man halt in die Formel 1 aufgestiegen. Und ich muss jetzt fast sagen, perverserweise sind immer Sätze frei geworden, weil eben die Unfallhäufigkeit mit fatalen Schäden derartig hoch war, dass automatisch immer wieder du zu einem freien Sitz gekommen bist. Was hätte denn der strenge Dr. Marko zum jungen Marko gesagt, wenn du ihn damals gehabt hättest? Boah, als erstes einmal in die Kraftkammer, als nächstes sich mehr um die Technik kümmern. Der Rest also war angenehmer als heute. Es war ein lockereres Leben, aber das haben fast alle bis auf den Stewart gemacht. Also das kann nicht so ein Handicap gewesen sein. Der Gerhard Berger hat uns erzählt, dass für ihn war der Jochen Rindt das Idol. Der hat ihn in den Motorsport gebracht. Rindt war ja deine Generation, der kann nicht schlecht dein Idol gewesen sein. Hast du irgendjemanden gehabt, der, wo du gesagt hast, der hat mir eigentlich in den Motorsport gebracht? Nein. Das war auch der Rindt. Wir waren zusammen in der Schule, sind zusammen rausgeflogen in Graz, sind dann ins Internat nach Aussee und dank eines Oberschenkelbruchs vom Jochen haben wir ein Auto gehabt mit einem Chauffeur, weil wir ja keinen Führerschein gehabt haben. Der Jochen hat eine Gewürzmühle geerbt gehabt und praktisch veranlagt, wie wir waren, haben wir den Chauffeur bald einmal weggeschickt mit einer fadenscheinigen Ausrede. Und dann ging es auf der Straße los. Da ist also wirklich gefahren worden. Da waren so 3, 4 im Auto. Und wenn einer einen Fehler gemacht hat, ist der Nächste dran gekommen. Und wie dann der Jochen seine internationale Karriere gemacht hat, ich musste vom Vater aus studieren. Und dann habe ich eigentlich gesagt, naja, ich war ja ungefähr auf seinem Level, also probiere ich das auch. Also war für mich auch, ohne Jochen hätte ich nie das Selbstvertrauen gehabt. Und damals war er nach England, das war eine Weltreise, das war ein richtiges Abenteuer. Und er ist als erster dort hingegangen, hat sich etabliert in der Formel 2 und hat für Österreich eigentlich die Tür zum internationalen Motorsport geöffnet. Als der Jochen dann tödlich verunglückt ist, war für dich klar, du musst der Nächste sein, der da reinkommt? Das war, der Jochen hat mit Gedanken im Kopf gespielt, aufzuhören. Er war sich, er der wilde Hund, der also überhaupt kein Limit kannte, hat plötzlich die Rissen gesehen und wollte da vor allem bei Lotus ein Ende machen. Und er hat drastisch gesagt, eine gewisse Todesahnung gehabt. Er war sich klar, dass mit Chapman das ganz, ganz eine gefährliche Sache ist. Und das Rennen, sein vorletztes Rennen oder letztes Rennen war im Salzburgring, Formel 2. Und da hat er die Zukunft mir skizziert, dass er eigentlich zusammen mit Bernie Ecclestone mehr ins Management gehen will. Aber Chapman hat ihm gesagt, er macht dieses Turbinenauto, was du mit links alles gewinnst und entsprechende Gagenerhöhung und da wollte er noch ein Jahr anhängen. Okay. Aber parallel dazu hat er, zusammen mit Ecclestone, wollte er ein Formel 2 Team gründen, wo der Fittipaldi und ich hätten fahren sollen. Also er war sich bewusst, für seine Rennwagen-Shows braucht er irgendeinen Fahrer aus Österreich, damit er das halt alles entsprechend verkaufen kann. Aber seine Bedenken haben dich jetzt nicht abgeschreckt. Du warst immer noch der wilde Hund zu der Zeit. Das waren wilde Zeiten. Ich habe schon gewisse Bedenken gehabt. Aber während des Begräbnisses in Graz vom Jochen habe ich ein Angebot gekriegt,
für damalige Zeiten für mich ein recht lukratives finanzielles Angebot mit einem tollen Auto, vor nicht vor mir eins, und dann waren die Bedenken dahin. Und die Grundphilosophie, zumindest von mir, war: Wenn dir was passiert, hast Pech gehabt. Mhm. Das Gegenteil war der Fall. Ja. Wenn dir nichts passiert, hast du ein Riesenglück gehabt. Mhm. Aber das war so ein gewisser Fatalismus, den man an den Tag gelegt hat, weil es waren ja ununterbrochen Unfälle in allen Kategorien. Und die meisten, wenn sie gröbere waren, waren tödlich oder zumindest waren Verletzungen so, dass man die Karriere nicht fortsetzen konnte. Das Angebot im Jahr war ein Sportwagen dann bei dir. War Sportwagen, ja. Du bist dann 71, hast du beim Grand Prix von Österreich dein Debüt gefeiert im BRM. Wie bist du da überhaupt reingekommen in das Team? Ich war im Sportwagen recht erfolgreich, habe Le Mans gewonnen. Ja. Und dann sind die Formel 1 Teams auf mich zugekommen. Ich habe einen Vorvertrag mit Surtees gehabt, der mich dann sogar geklagt hat auf Einhaltung des Vertrages. Mhm. Aber juridisch in Österreich war ich besser aufgestellt. Mhm. Da bin ich schon am Nürburgring 2-3 Runden mit dem Auto von Joe Bonnier, den ich von der Sportwagen-Szene her gut kannte. Und dann kam aber das BRM, die Möglichkeit, und das war für mich das attraktivste Auto. Und das Debüt ist halbwegs gegangen. Mhm. Ja, und dann habe ich dort einen Vertrag bekommen. Aber du bist mehr oder weniger ins kalte Wasser geschmissen worden. Da waren jetzt nicht irgendwie Testfahrten groß angesetzt vor. Da war überhaupt nichts. Die Sitzprobe war kurz vor dem ersten Training. Da hat alles weh, dann hast du gescheuert und dergleichen. Dann ist da nur, es hat keinen Simulator oder irgendwas gegeben. Du bist da eingesetzt worden und so viel Drehzahl. Und am Anfang auch mit Gängen und dergleichen, wie dann der Siefert war, der Teamleader, den kannte ich auch von Porsche her. Und bei dem habe ich mich halt angehalten. Sag ich, was, der war auf Pole Position, der hat zwei andere Chassis gehabt. Und der Siefert war sehr kooperativ, der hat gesagt, ja, schafft das und dergleichen. Ich meine, der Irrsinn, um den Irrsinn dieser Zeit zu dokumentieren, das komplette BRM-Team 1971 war ja am Ende nicht mehr da. Der Rodriguez ist tödlich verunglückt. Schon am Nürburgring und der Siffer zum Schluss in Brands Hatch. Aber ich kann dir das noch weiter ausführen. Dann war ein nicht zu WM zählendes Rennen in Brasilien, in Interlagos. Mhm. Und Siffer ist verunglückt, das wusste man, weil der Radträger gebrochen ist. Der Sir Stanley, unser Teamchef, hat versichert, kann überhaupt nichts mehr passieren, alle Teile sind X-rayed und dergleichen. Und damals war Brasilien ohne Schikane, die schnelle Links, die ist so manchmal voll. Mhm. Also je nachdem, wie du gerade hinkommen bist oder wie viel Mut du gehabt hast. Dann ist es runtergegangen, noch eine schnelle Links und dann war eine langsame Rechts. Und in der langsamen Rechts plötzlich verliere ich das Auto, Radträger gebrochen. Mhm. Selbe Radträger wie bei Siffert. Mhm. Dann, wie das Auto in der Box war, hast du gesehen, dass ungefähr 50% war schwarz. Das heißt, der Bruch hat sich sukzessive entwickelt, wahrscheinlich schon im Vorjahr. Ja. So, dann mein Mechaniker war Österreicher, der hat den Chefmechaniker fast abgequatscht. Ich habe gesagt, was ist da los? Und also da habe ich das erste Mal richtige Bedenken gehabt. Mhm. Und im Rennen dann bin ich zwar fitter geworden, aber ich habe nicht ans Limit, es hat völlig das Vertrauen ins Auto. Aber beim nächsten WM-Lauf hat es wieder weg. Mhm. Dann ist ja 72, warst du Mitglied des Werksteams, aber irgendwie, das Werksteam, glaube ich, war zwischen 5 und 7 Fahrer stark. Also ihr seid dann mit einer großen Armada aufgeschlagen. Ich habe nicht gewusst, dass so viel war. Ja, doch, es waren 5 waren es mindestens. Es sind da immer wieder andere Fahrer dazugestoßen, je nach Nation. Also die haben dieses B-Treiber-System mehr da erfunden. Gott sei Dank war ich nicht auf der B-List. Und das war also so, dass ich in Monte Carlo der Belto Haas, der hat das Rennen auch gewonnen, einmal mit mir zusammengekommen ist und ich habe einen Motor drin gehabt, der war deutlich besser wie seiner. Mhm. Ich habe aber das alte Chassis gehabt, das mindestens Sekunden. Also man musste im Team schon immer, was ist gut, was ist nicht und wer hat was und dergleichen.
Und das hat, nehme ich mal, auch für viele Ausfälle gesagt, oder? Wenn so viele Autos betreuen, ist ja fast unmöglich. Also, heute hat man schon Schwierigkeiten, zwei zu betreuen. Ah, wir hatten schon Ausfälle, aber nicht so viel, weil es war ein Zwölfzylinder-Motor, da war einer mit Kurzhub, dann mit normalen Hub. Und wenn halt so ein neuer gekommen ist, in Monza bin ich relativ weit vorn gewesen und ist der Motor hochgegangen, das war schon der Fall. Aber im Großen und Ganzen war das nicht so arg. Das große Problem war, dass keiner gewusst hat, was ist wo und was bringt welche Leistung. Mhm. Dann kam Clermont-Ferrand. Ich glaube, man muss die Leute erstmal erzählen, was war das überhaupt für eine Rennstrecke? Clermont-Ferrand war eine Rennstrecke, ein bisschen der Nordschleife vergleichbar. Fast überhaupt keine Absicherung. Und da habe ich erstmals das neue Chassis gekriegt. Auch wieder Training, ja, du hast das neue Chassis. So, ich bin da reingekupft und mit meiner Größe hinten und vorne nicht zusammenpasst. Und ich bin sicher 10 cm weiter rausgeragt als normal. Aber das war mir alles wurscht, das neue Chassis endlich. Und Motor habe ich auch einen guten erwischt. Und ja, so ist man da in eine Rennvorbereitung gegangen. Und letztlich war das mein Verhängnis, weil wenn ich meine normale Sitzposition gehabt hätte, hätte mich der Stein nicht erwischt. Mhm. Aber da, ich war der beste BRM-Fahrer bei dem Rennen, also ich war im siebten Himmel. Ja, ich meine, das muss man dazu sagen, ich glaube, du warst dritte Startreihe, das hätte dein Durchbruch in der Formel 1 sein können. Ich habe zu der Zeit schon mit Ferrari mehr oder minder einen Vertrag ausgehandelt gehabt, weil ich bin für Ferrari am Österreich-Ringer Sportwagenrennen gefahren. Okay. Da habe ich im Rennen Pole Position erzielt und im Rennen bin ich hinter dem X Zweiter geworden. Und dadurch sind die Kontakte zu Ferrari. Also BIM, das habe ich schon gesehen, dort sollte man nicht alt werden. Ja. An was erinnerst du dich noch von diesem Unfall da in Clermont-Ferrand? Gott sei Dank habe ich da schon eine gewisse Routine gehabt und viele Rennen auch im Sportwagen. Ich habe einen irrsinnigen Schmerz verspürt. Hast du den Stein kommen? Das sieht man nicht, oder? Ich habe was Schwarz, was Dunkles kommen gesehen. Dass das ein Stein war, war mir zu dem Zeitpunkt nicht bewusst. Ja, ja. Aber ich habe einen irrsinnigen Schmerz gehabt. Und wir haben einen Zwölfzylinder-Motor. Und Clermont-Ferrand war ein langes Rennen. Ich weiß jetzt nicht mehr, aber wir haben sicher 250 Liter oder mehr Sprit an Bord gehabt. Und es war relativ am Beginn des Rennens. Und ich habe jetzt gewusst, hallo, da sind 20 Autos hinter mir. Wenn ich nicht irgendwas mache, dann ist das mein Ende und auch für viele andere wahrscheinlich eine fatale Geschichte. Ja. Und da habe ich es dann irgendwie geschafft, das haben sie mir dann auch erzählt, dass ich die Hand gekommen habe und habe das Auto seitlich geparkt und bin dann kurz ohnmächtig geworden. Aber zu Safety, dann ist der Vic Elford mit einem Porsche, so der kleine Porsche, weiß nicht, wie der geheißen hat, das war so eine Art Medical Car. Mhm. Da haben sie mich eingezweckt, wo ich kaum einen Platz gehabt habe. Dann ist in einer Ambulanz, die ist einmal ins falsche Krankenhaus gefahren, bis die in der richtigen Klinik war, waren an die 3 Stunden. Und dort hat es gerade, der Doktor ist auf einer Grillparty, der Augenarzt, der also solche Behandlungen. Der ist dann gut gelaunt, etwas später gekommen. Und immer diese Schmerzen, die haben nichts gemacht. Also kannst du dir vorstellen, wenn es nur mit dem Finger gegen das Auto, aber das Auge hat einen Schnitt durchgehabt. Da haben sie mir irgendein Wasser reingeschüttet, das hat auch noch brennt. Ja. Und dann irgendwann hat er Erstversorgung gemacht. Und dann bin ich da im französischen Krankenhaus, wo kaum einer Englisch gesprochen hat. Also so halb ohnmächtig immer zwischen Aufwachen und wieder. Natürlich die Frage, was ist, weil mir war schon klar, dass das irgendwas Gröberes ist. Ja. Und ab wann war klar, dass du nicht mehr fahren kannst? Ich bin dann nach Graz auf die Uniklinik und 3 Ärzte, 3 verschiedene Meinungen. Und dann haben sie mir das genäht, das Auge. Das heißt, ich habe da Nähte drin gehabt. Bei jedem Blinzeln oder wie man das nennt, waren das ganz kräftige Schmerzen. Aber irgendwie habe ich immer gedacht, hallo, was mache ich, wie schnell kann ich zurück? Ja. Und ich habe in der ersten Phase gewisse Schatten gesehen. Also ich habe noch was gesehen, aber es war auch die Linse beschädigt. Das hätte man wechseln können. Okay.
nur in irgendeiner Nacht mit wieder Schmerzen nicht schlafen können. Mhm. Habe ich gesagt, das wird nichts mehr. Und Ausschluss, das ist und das war es jetzt und jetzt machst du was anderes. Okay. Jetzt ist ja ein weiter Sprung bis Red Bull. Du hast aber die Formel 1 immer verfolgt, auch in gewissen Funktionen, Nachwuchs und so. Was war denn für dich zwischen 71 und dem Beginn dann dieser Red Bull-Zeit die aufregendste, als Beobachter, die aufregendste Zeit in der Formel 1? Boah, da hat es viel gegeben, aber das, was mir am meisten Einblick verschafft hat, ich war mit Gerhard Berger eine Saison lang, ich glaube, es war 91, unterwegs, Berger, Senna im McLaren-Team. Mhm. Der Gerhard hat das Gefühl gehabt, er wird benachteiligt und war bei jedem Training immer auf der Strecke und habe da das Naturtalent Berger gegenüber dem Phänomen Senna, der überhaupt nichts dem Zufall überlassen hat. Der Gerhard war x-mal schneller in den ersten Sessions, aber am Ende war es immer der Senna. Und da gibt es Beispiele in Imola. Erste Runde, freies Training, damals waren 5 oder 6 Italiener, die natürlich geglaubt haben, das ist jetzt der Grand Prix. Mhm. Und dann sticht der Senna in die hinein, als ging es um die letzte Runde. Mhm. Ich sage, ist der wahnsinnig? Der war nicht wahnsinnig, der hat das geübt. Und wenn du das dann beobachtet hast, dann, wenn der gelbe Helm gekommen ist, ist jeder auf die Seiten gefahren. Ja, ja. Also und so hat der alles aufgebaut. Der hat japanische Ingenieure gewählt, weil er 2 Gramm weniger Benzinverbrauch wollte. Aber auf die Renndistanz wären es dann, sagen wir, 5 Sekunden. Ja. Und so war der in allen Bereichen, hat eine Übersicht gehabt. Da bin ich in Suzuka oben nach ersten 2 Kurven oben auf der Tribüne gesessen. Ja. Der Berger war schneller. Mhm. Dann kommt der Senna und fragt, was mache ich dort anders wie der Gerhard? Also das, verstehst du, da oben ich einsam sitzen, dass der das registriert. Ja, ja. Und das war halt dieses Universelle und alles Miteinbringende. Mhm. Und was ich da gelernt habe, was man, oder gesehen habe, was ein Fahrer, der sich um das kleinste Detail kümmert und dann natürlich noch begnadet ist, was der bewirken kann. Ja. War das dann im Rückblick bis heute der beste oder kompletteste, den du jemals gesehen hast? Immer auf die jeweilige Zeit bezogen, logischerweise. Das ist immer schwer zu vergleichen, aber in seiner Zeit schon. Und da hat es Qualifying-Runden gegeben, die waren sowas von unglaublich. Oder dann auch mit Williams in AIDA war das, glaube ich. Also für seine Zeit sicher. Mhm. Red Bull, wir haben es schon erwähnt, wir alle wissen, die haben 2005 in der Formel 1 angefangen, aber ich glaube, die Geburtsstunde Red Bull Formel 1, die war schon viel früher, oder? Die war viel früher. Es gab das Engagement bei Sauber, wo Red Bull die Mehrheit, die Stimmenmehrheit übernommen hat, aber keine Stimmrechte hatte. Mhm. Das heißt, man war praktisch nur Finanzier, konnte nichts beeinflussen. Mhm. Und dann kam die Möglichkeit, wir haben den Client bei Jaguar positioniert und da habe ich schon gemerkt, hallo, da kann man das Team erwerben und da nicht ungünstig. Ja. Und in der Folge ist es dann auch passiert. Red Bull hat Jaguar komplett übernommen und dann halt das eigene Team aufgebaut und der Vergleich 10 Jahre Sauber, 10 Jahre Red Bull Racing fällt schon ganz eindeutig zugunsten von Red Bull Racing aus. Ja, bloß ein Jahr später hat man schon das zweite Team gekauft. Jetzt haben die alle gedacht, sind die wahnsinnig geworden, was ist da los? Das war zu dem Zeitpunkt ein vernünftiger Schachzug, weil wir vom Reglement her und auch Zusicherung von oberster Vierstelle hatten, wir können das machen. Wir haben das ein und dasselbe Chassis bei Red Bull Racing und bei Toro Rosso eingesetzt. Mhm. Toro Rosso hatte dann den Ferrari-Motor, der schon der stärkere war und die haben auch bewiesen, die haben Monza gewonnen. Und dieses Konzept war finanziell natürlich irrsinnig attraktiv. Wir haben eine einzige Entwicklungsmannschaft in England gehabt und Toro Rosso war nur ein Einsatzteam. Kaum haben die gewonnen und sind dann konstant so Top 5, Top 4 gefahren.
kam schon die Regeländerung, nein, darf nicht sein, du musst eigene Chassis bauen, musst alles selber, hat eine immense Investition bei Toro Rosso nach sich gerufen und dadurch ist das ganze Modell natürlich in Frage gestellt worden. Mhm. Jetzt sind wir wieder etwas besser, wir werden im nächsten Jahr mit Toro Rosso mit einem, soweit es das Reglement erlaubt, mit einem 2018er Red Bull Chassis fahren, kriegt natürlich, wir haben die Synergieeffekte, wir haben die Kostenersparnis und kriegen aber die doppelten Erkenntnisse. Jetzt ist also Red Bull eingestiegen, sind die Formel 1, haben den ganz frischen Wind reingebracht. Es waren jünger, frischer, bunter, lauter, sagen wir mal so. Aber irgendwann hat sich das geändert, dann wollte man den Erfolg haben. Wann war eigentlich dieser Wendepunkt, wo man gesagt hat, so, aber jetzt wollen wir es wirklich wissen, jetzt holen wir einen Newey, jetzt holen wir auch die besten Fahrer, die wir haben können. Die Übernahme von Jaguar, ich erinnere mich ans erste Meeting, im November war das, da waren wir sofort klar, mit der Mannschaft kommen wir nicht weiter. Mhm. Und wir haben dann innerhalb kürzer, ich glaube innerhalb von 10 Tagen, Toni Pannell ausgewechselt, haben den Christian Horner gebracht, der damals auch ein Nobody war, den ich aber kannte von der Formel 3000. Und Red Bull ist natürlich bekannt für seine Marketingaktivitäten und für seine außergewöhnlichen Sachen, die alles nicht Norm ist. Mhm. Und da hat man mal mit dem angefangen. Aber intern haben wir das schon gesagt, hallo, wir wollen erfolgreich sein. Mhm. Und dann ist halt Schritt für Schritt ist diese, würde ich fast sagen, beamtete Mannschaft von Jaguar ausgewechselt worden und dann haben wir halt sukzessive sowohl im technischen Bereich als auch im fahrerischen Bereich uns weiterentwickelt. Wobei, beim Fahren seid ihr einen anderen Weg gegangen. Da habt ihr gesagt, wir kaufen nichts von außen ein, wir bilden uns die Weltmeister selber heran. Also so verwegen waren wir nicht, dass wir gesagt haben, wir bilden die Weltmeister selber heran. Aber wir haben gesagt, wir wollen einen anderen Weg gehen. Wir kaufen nicht um sündhaft teuer als irgendein Champion, sondern wir haben ein bisschen vorher das Red Bull Junior Team gegründet und haben, also in der ersten Phase, wie wir kein Formel 1 Team gehabt haben, haben wir das relativ großzügig gemacht. Das war ein bisschen ein Art Mäzenatentum. Und dann, wie wir die Teams gehabt haben, dann ist die Philosophie eine andere. Wir haben gesehen, hallo, wir wollen nur solche Fahrer, die zumindest das Potenzial haben, um einen Grand Prix zu gewinnen. Mhm. Und das ist uns ja mit Vettel gelungen, mit Verstappen und auch mit Ricciardo. Das Ziel war, vorne zu fahren und ein oder mehrere Grand Prix zu gewinnen. Dass wir dann gleich 4 Weltmeisterschaften gewinnen, ich würde nicht sagen, hat uns, waren wir selber perplex, dass uns das gelungen ist. Mhm. Aber dann wart ihr plötzlich ein Top-Team und musstet euch ja natürlich auch wie ein Top-Team verhalten. Das heißt, man musste aufrüsten, um mit den Herstellern wie Ferrari und Mercedes mitzuhalten. Ne? Das kam mit dem Engagement von Newey. Mhm. Also Newey per se schafft es auch nicht. Er hat uns die Augen geöffnet, was uns an Prüfständen, was uns an Simulationstools und was uns auch in der Fabrikation gefällt hat. Und vor allem seine Kompromisslosigkeit, der gesagt hat, wenn das Getriebe so viel wiegen, dann muss es so viel wiegen und so lang wird halt gemacht. Und in der Folge sind dann halt immer mehr routinierte und Top-Leute zu uns gestoßen. Und das hat sich halt zu einem erfolgreichen Team, vor allem mit Vettel, mit seinem Ehrgeiz, der also auch nichts dem Zufall überlassen hat. Mhm. Und dann hat sich da eine WM-Mannschaft geformt. Ja. Warum bist du eigentlich nie der Teamchef geworden? Weil jeder weiß, du bist der Chef bei Red Bull, aber... Ja, ich bin operativ nicht tätig. Mhm. Ich bin mehr in der Strategie und die Verbindung der 2 Teams mit Mateschitz. Ja. Aber das ist ein Fulltime-Job, jeden Tag, 12 Stunden. Und das ist nicht meine Intention. Mir genügt es, wenn ich die großen Linien mitbestimme und dann eingreife, wenn es nicht richtig läuft. Mhm. Du hast schon gesagt, du bist damals beim Gerhard immer draußen gestanden, in den Kurven hast geschaut, was macht er anders oder besser oder schlechter wie der Senna. Wenn du heute draußen stehst, gibt es am Verstappen noch was auszusetzen? Im Rennen nicht. Mhm. Im Training? Und am Freitag vielleicht, wenn er wieder zu ungeduldig ist und
so wie heuer einmal am Beginn der Saison das Auto rausknallt. Und er muss, und das hat er erklärt, das hat er in der zweiten Hälfte, das Rennwochenende, Freitag ist der Aufbau, dass du schaust, die Basis zu schaffen für das Setup fürs Rennen. Mhm. Ja. Ja, wie siehst du die Zukunft von Red Bull? Wie lange werdet ihr uns noch erhalten bleiben in der Formel 1? Gibt es irgendwelche Dinge, wo ihr sagt, so weit und nicht weiter? Weil dann macht die Formel 1 für uns keinen Sinn. Es waren einmal zwei Kriterien. Wir haben gesagt, wir brauchen einen wettbewerbsfähigen Motor. Mhm. Weil phasenweise hat es ja so ausgeschaut, dass wir überhaupt keinen Motor kriegen. Und das andere ist, es müssen die Kosten hinunter. Wir waren gegen diesen Hybridmotor. Mhm. Jetzt haben wir die Chance mit Honda. Honda will diesen Hybridmotor. Also haben wir uns in der Meinung Honda angepasst. Seit 14 Jahren das erste Mal, dass wir einen Werksmotor haben und mit einem Partner zusammen oder mit einem Partner zusammenarbeiten, wo wir unsere Wünsche vortragen können und auch einbringen von der Chassisseite. Bis dato war es immer so, das ist, nehmt es, was anders kriegt es nicht. Das heißt, wir mussten uns immer wieder arrangieren. Und ist das natürlich ein anderer Status. Das ist jetzt also gelöst bis 2020. Und es ist derzeit, glaube ich, überhaupt noch im Unklaren, wie geht es weiter. Es gibt kein Concorde-Agreement, es gibt kein derzeit fixes Reglement, wie es weitergehen soll. Und es ist auch die finanzielle Verteilung nicht geregelt. Es gibt einen Ansatz für Cost Cap, aber wir bleiben noch immer optimistisch, dass nach vielen Ankündigungen jetzt endlich einmal Nägel mit Köpfen gemacht wird und dass ein Reglement festgelegt und vorgelegt wird. Und das ist auch für Honda ein Kriterium. Unsere Vereinbarung ist bis 2020. Mhm. Und wenn Honda sich entscheidet, dann wird von unserer Seite auch das nötige Commitment kommen. Es wäre ja eigentlich mal eine Chance, was richtig zu machen. Jetzt, man hätte jetzt die Chance, weil eben alles ausläuft, das mal auf die richtigen Füße zu stellen, oder? Hätte. Ja. Aber momentan ist mir das alles zu sehr auf Kompromiss aus. Und wir sind der Ansicht, dass das Racing im Vordergrund sein muss, nicht die Technik. Mhm. Und das müsste schon so angesetzt werden, da ist ein Reglement, aber nicht Ingenieure fragen. Mhm. Sobald die involviert sind, wird es kompliziert und teuer. Ja. Und das ist etwas, was du dem Zuschauer nicht transportieren kannst. Ja. Also das sind so, wir agieren mit Kilos. Jeder normale Tank da war in Liter. Ja. Und die Komplexe, wie viel PS kommen oder wie viel Kilowatt kommen aus der Rückgewinnung und. Wir wollen einen Motor, wo du Bank draufsteigst, wo der Sound da ist und wo der Fahrer derjenige ist, der im Mittelpunkt steht. Wo der Zuschauer das Gefühl hat, bah, der macht was, das kann ich nicht, das traue ich mir nicht. Und das ist sowas von über drüber, dass da jeder jubelt. Wunderbar. Ich glaube, liebe Motorsportfreunde, der Meinung sind viele von euch. Und wir bedanken uns bei Dr. Helmut Markov für dieses Stück. Und sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Ciao. Ciao.